Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Gnome. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. In dem heutigen Video geht es um Wladimir Klitschko und den amtierenden WBC-Weltmeister im Schwergewicht Deontay Wilder. Dies ist ein Kampf, der uns Fans definitiv in der Geschichte des Boxen fehlt. Sehr wahrscheinlich werden wir dieses Matchup auch nie zu Gesicht bekommen. Sehr schade natürlich. Aber jetzt ist nun eine pikante Information über diese beiden Herrschaften ans Licht gekommen. Es geht um eine Sparringseinheit der beiden. Wir wissen ja, dass Klitschko einer der dominantesten Schwergewichtler war. Zur späteren Phase seiner Karriere hielt er den WBA, WBO und IBF Titel und zur Vorbereitung für seine damaligen Titelkämpfe absolvierte er mit den Top-Talenten im Schwergewicht Sparring, wie zum Beispiel Anthony Joshua, Tyson Fury, Dillian White und auch Deontay Wilder. Dieses Sparring zwischen diesen beiden fand sehr wahrscheinlich zur Anfangszeit der Profikarriere von Deontay Wilder statt, während Klitschko zu diesem Zeitpunkt auf dem Schwergewichtsthron saß und in der besten Phase seiner Karriere war. Der aktuelle Pflichtherausforderer von Wilder, Dillian White, soll live dabei gewesen sein und er berichtet folgendes. Ich habe gesehen, wie er ausgenockt wurde. Wladimir hat ihn ausgenockt. Also die Rede ist hier von Wilder. Er weiß, was passiert ist. Er hatte seine Hände oben, er wurde Klitschko gegenüber sehr rau, hat Druck gemacht und wurde sehr wild. Wladimir ging zurück, hat seine Beinarbeit geändert. Finte, Finte, Jab zum Körper, Finte, linker Haken. Klitschko hatte seine Hände oben, Wilder war komplett weg. Es war kein Knockdown, es war ein kaltes K.O. Er hat sogar, glaube ich, am Boden gezittert. Ja Leute, das war Dillian Whites Bericht zu diesem damaligen Sparring. Laut seiner Aussage soll Klitschko Deontay Wilder brutal K.O. geschlagen haben. Von Wilder und von Klitschko gab es bislang noch keinen Kommentar dazu. Soll dies wirklich so passiert sein, wäre das schon echt ein Knaller. Man muss natürlich auch beachten, dass Dillian White schon lange einen Groll gegen Wilder hat. Deshalb weiß man nicht zu 100%, ob diese Geschichte auch der Wahrheit entspricht. Selbst wenn dies wahr ist, hey, kann passieren. Wilder hat ja bekanntlich mit 18 Jahren mit dem Boxen angefangen. Nach einer kurzen, aber für diese Verhältnisse erfolgreichen Amateurkarriere ist er auch sehr schnell zu den Profis gekommen und er war damals einfach nicht so erfahren wie jetzt. Da kann es vielleicht auch schon mal passieren, dass du vom damaligen Schwergewichtsking ausgenockt wirst, wenn du halt nicht so erfahren bist und gerade erst Profi geworden bist. Sollte diese Geschichte natürlich der Wahrheit entsprechen. Ich bin mir sicher, dass ein Kampf zwischen Wilder in seiner aktuellen Verfassung und Klitschko nicht so ausgehen würde. Wie gesagt, vielleicht will Dillian White Deontay Wilder bewusst provozieren und ihn aus der Reserve locken mit dieser Story. Sollte Wilder dann erfolgreich gegen Tyson Fury sein, werden beide früher oder später gegeneinander kämpfen, da Dillian White ja jetzt WBC Mandatory ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich persönlich halte jetzt nicht so viel von solchen alten Sparring-Stories. Sparring ist Sparring, es ist zum Lernen da und wichtig ist, dass du dann unter dem Spotlight ablieferst. Schreibt mir nochmal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Glaubt ihr, dass diese Story wahr ist und wer würde in einem echten Kampf zwischen diesen beiden gewinnen? Wilder oder Klitschko? Das war's soweit von mir. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und damit bis zum nächsten Mal.